six, five, four, three, two. Servus, liebe Freunde des gepflegten Motorsports. Heute mal willkommen in Bahrain International Circuit. Stigmata Formula World Cup. Servus in Barcelona, Spanien ist F1. Der große Preis von Australien in Melbourne. Und somit Ausleger von Team Porn gewinnt das Rennen mit einem Bravo. Gewinnt von über die Fritte Olf, mein Co-Caster Predator. Servus. Ja, hallo. Und der heißt heute, wie geplant, Arni. Und ich sag erstmal Servus. Servus, mein Co-Caster. Hallo, Marsch. Ja, moin, moin. Stutscher irgendwie von Freudenhaus ist drin. Steht der ganz allein. Och Gott. Hat er überhaupt noch? Och Gott. Gelungener Start von dir in den Car. Da hab ich gerade mitgekriegt, irgendwie, dass das Mike noch aus war. Ich Depp. Nee, das war's. Das war schon das Feind. Durch. Um Gottes Willen. Ich Idiot. Servus, liebe Freunde des gepflegten Motorsports. Lang ist es her, irgendwie so am 18., glaube ich, war das letzte Rennen auf dem Nürburgring, die absolute Knochenbrecher-Map, irgendwie, wo es auch viele Beschwerden gab, viele kaputte Hände und so weiter und so fort. Aber das Thema ist jetzt vorbei. Die Wartezeit wurde uns zwar versüßt, irgendwie so von Team Abtags mit dem 24-Stunden-Rennen, war auch eine nette Geschichte, aber der Liga-Alltag hat uns wieder eingeholt. Und wer könnte das besser bestätigen als mein heutiger Co-Caster, der auch am 18., glaube ich, dabei war. Und ich sage erstmal Servus Marsch und hallo. Ja, moin moin. Moin moin. Wie hast du die Winterpause gemacht? Ich hoffe, Weihnachten schön dick gefressen. Ja, na klar. Muss ja sein. Silvester auch schön reingefeiert. Ja, wunderbar. In 20 Stunden Rennen habe ich mir angeguckt. Nicht so viel, das, was ich schaffen konnte. Und ja, freue mich, wieder hier zu sein. Ich wollte gerade sagen, irgendwie so, da war auch ziemlich High Life und vor allem, da waren auch wirklich einige dabei, die haben wirklich konstant alle 24 Stunden durchgeguckt, ne? Also da frage ich mich, okay, hä? So, ja, ja. Schon ein wenig Baller, ne? Kann ich nicht anders sagen. Aber zurück zum Liga-Alltag. Wir haben ja quasi über die Hälfte schon fertig, also über die Hälfte im Sinne von 11 Rennen sind absolviert, 9 Rennen kommen noch. Und das heißt irgendwie so, wir haben auch noch ein bisschen was zu tun bis zum 11. März, da ist nämlich dann das Finalrennen. Und ja, wie das Ganze hier abgelaufen ist, wie überhaupt die ganze F1 sich anfühlt und so weiter und so fort, kann eigentlich nur jemand sagen, der eigentlich schon von Anfang an dabei ist, nämlich schon von der Ur-Version, also Ur im Sinne von doppelt gemoppelt, Ur auch für United Racer, die haben nämlich damals die Formel 1 ins Leben gerufen, aber nach einer Saison war dann schon vorbei und wir haben das übernommen. Und wer könnte das besser sagen als Veteranen, wie zum Beispiel Easykiller, die ja auch bei UR damals noch den Konstrukteurstitel gewonnen haben. Und wie sich das Ganze anfühlt und wie das Ganze abläuft und wer uns am besten was dazu sagen kann, ist nämlich von Easykiller, der FLW. Und da sage ich erstmal Servus. Servus, hallo. Ja, FLW, erzähl mal, du bist einer der letzten Veteranen sozusagen irgendwie, Bix Limited irgendwie so hat ja zwischenzeitlich aufgegeben, sind nicht mehr dabei. Aber du und Eke, und wer ist euer Drittmann? Phoenix, glaube ich, ne? Phoenix? Ja. Genau. Ja, ja. Also abgesehen von Phoenix, du und Eke, irgendwie so, ihr seid ja die echten Veteranen. Ihr stinkt nach alt, ihr seid dabei seit der ersten Minute, wo es heißt F1. Ja, wie findest du, hat sich das entwickelt oder wie kommt ihr damit klar? Ja, ich finde, es hat sich schon klasse entwickelt, weil am Anfang, da war es ja noch, wie soll ich sagen,
eine kleinere Runde, aber mittlerweile sind ja die Besten der Besten hier zusammengekommen und ich finde. Ich finde, und da war er weg. Ja, ich bin schon noch da. Ah, bist du noch da? Irgendwie, ja, war der letzte Satz irgendwie so, war dann auf einmal weg, kam nicht mehr. Willst du den letzten? Ja, ich meinte, wie gesagt, das hat sich also von einer ganz kleinen Runde entwickelt und mittlerweile sind ja die Besten der Besten hier beide zusammen und ich finde das schon klasse, wie das entwickelt hat. Okay, auch mit dem Regelwerk am Anfang, also ich sag jetzt mal, in der Urversion war es ja noch relativ lasch. Ich glaube, die Checkpoints wurden sogar per Hand aufgeschrieben oder sowas, keine Ahnung. Mittlerweile ist alles datenbankgesteuert irgendwie. Wie siehst du das mit Eke zusammen irgendwie so? Ist es schwieriger geworden oder ist es leichter zu handeln oder ja, deine Meinung? Ja, also für uns Fahrer, ich denke nicht, dass das schwieriger geworden ist. Ich denke, ob das von euch per Hand aufgeschrieben wird oder bei Datenbank, das betrifft uns ja weniger. Ja, gut, das schon, aber ich meine jetzt irgendwie Map-Charakter, das Regelwerk hat sich ja immer weiter verändert. Und so weiter und so fort. Seid ihr als Veteranen da gut reingerutscht, dass man sagt, okay, das und das hat sich jetzt diese Saison geändert, irgendwie so, das ist kein Problem? Also wenn ich da so an die ersten Maps denke, die waren ja teilweise grauenhaft, das hat sich also schon bedeutend verbessert. Danke. So. Obwohl. Ja, die waren ja teilweise noch von UR und ich weiß nicht, wer damals die Map alles gemacht hat, Oh, das weiß aber ich die auch sind nicht mehr. also schon bedeutend besser geworden. Okay, das nehme ich mal als Kompliment und ich versuche auch, wie gesagt, alles zu verbessern und ja, für den Fall, dass es eine Season 3 geben sollte, werde ich auch da nochmal die Schraube ansetzen und gucken, wo ich noch ein bisschen stellen und drehen kann. Ja, das wollen wir doch sehr hoffen, dass das gibt. Ja, wir schauen wir mal, schauen wir mal. Ich weiß momentan nicht, Fahrerfeld sieht momentan auch heute etwas mauer aus. Sehe momentan jetzt hier nur 48 Leute, glaube ich, online auf dem Rennserver. Kann aber auch Haben sich sein, Weihnachten die. Bitte? alle voll gefressen und kommen jetzt nicht vom Sofa raus. Ja, genau. Irgendwie sowas. Dann gehen wir doch mal ins aktuelle Geschehen. 12. Lauf, Ungarn, FOW. Wie liegt die Map? Ist die Map okay? Ist sie gefährlich oder kann man die leicht abfahren? Sind da Stellen drin, wo man sagt, oh, haue, haue, da wird's übel? Oder wie siehst du das? Also mir persönlich liegt die Map sehr, also die hat natürlich einige Tücken, wo man aufpassen muss. Ich bin auch schon ein paar Mal rausgeflogen, aber Hauptsache, Hauptsache, Hauptsache wieder draufgekommen. das ist halt so. Ja, jein, manchmal ja, manchmal nein. Manchmal ja, manchmal nein, okay. Aber wenn du auf dem Rücken liegst, dann kannst du nichts mehr versuchen. Ich meine, ich bin schon auf die Strecke wieder raufgekommen, wie ich rausgeflogen bin und auf die Räder gelandet, aber anders, wenn es halt anders läuft und du landest auf dem Rücken, dann geht halt nichts mehr. Dann ist halt, ja, quasi vorbei. Kann man sich schlafen legen, so wie das Auto halt gerade ist, ne? So ist es. Ja. Ja, und die Map selber irgendwie so, sind da jetzt irgendwelche Sachen bei, wo man sagt, ah, an der Stelle Mist, da hat er irgendwie beim Mappen Scheiße gebaut oder ist die gut zu fahren? Kann man die 66 Runden durchhalten, die heute abgefahren werden müssen? Also ich denke, das ist vom Fahrer zu Fahrer verschieden. Also mir persönlich fällt die Map. Ist schön zum Durchfahren. Hier vorhin wieder Stimmen gehört, der eine sagt, naja, das ist ein bisschen zu tückisch. Dann habe ich gesagt, ja, dann hättest du halt mehr trainieren müssen. Aber wie Jawohl. gesagt, das ist von Fahrer zu Fahrer verschieden. Das ist von Fahrer zu Fahrer verschieden. Wir haben ja auch heute einen Neuzugang, den DNS, der das Team Porn unterstützt für Sony Star. Der wird zwar heute noch nicht gewertet, aber hat im Qualifying auch gleich mal einen rausgeschmettert, ne? Hat gleich mal den ersten Platz geholt. Fürchtest du Ja, die das ist. Konkurrenz? Ach was. Ach was? Wir sind eh das Mittelfeld. Was soll das? Wie war das? Ihr seid eh das Mittelfeld, sagst du? Wir sind eh das Ah, Mittelfeld, okay. ja. Also ich meine, so die Besten können wir nicht und so die Schlechtesten können wir auch nicht. Wir sind so das Mittelfeld und hauptsächlich aus Spaß an der Freude dabei. Ja, genau, so muss er sein. Guti, dann will ich auch sagen, will ich dich auch gar nicht lange aufhalten, weil ich sehe nämlich Ekel, dein Teamkollege ist auf jeden Fall auch schon auf dem Server, so wie ich das sehe, ja. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, damit heute nichts schief geht, wünsche ich dir erstmal deinem Team viel Glück, natürlich auch wieder allen anderen, ist ganz klar. Und wie gehabt, eine Handvoll Grip am Reifen, so dass da nichts schief geht. Ja, vielen Dank. Dann mache ich mich mal vom Acker. Jo, wenn du willst, kannst du noch jemanden grüßen, ansonsten schalte ich dich hier draus. Alles klar. Okay, Okay, das okay. war ein Ja. Ja. Sau gut. Okay, FW, viel Glück, ne? Jo, danke. Jo. Tschüss. Ciao. So, ja, Marsch. Das war einer ja, von den härtesten, könnte man so sagen. Grüßen überbewertet. Und Grüßen ist völlig überbewertet, Emi. Jetzt brauche ich keine Sau anscheinend. Ja, Ja, das ist ja. irgendwie vielleicht auch eher so ein Puppending, keine Ahnung.
Die Frauen wollen dann eher mal jemanden grüßen, was sie sich, keine Ahnung. Ja, kommen wir doch mal direkt ins Geschehen. Die Map selber, bist du drauf gefahren? Hast du mal eine Runde abfrühstücken können, oder? Nee, bin ich leider nicht. Nee. Bist du leider nicht? Oh, okay. Dann habe ich natürlich jetzt ein Problem, wie ich jetzt noch die 3 Minuten hier rumkriegen soll. Tja, was kann man noch Ja, wir sagen? können ja mal auf das Leaderboard eingehen. Auf das Leaderboard. Genau, denn im Genau. Moment führt Chaos. Genau, Team Kers mit Van, Massa und genau. Warum vergesse ich den dritten immer? Ich könnte kotzen. Das, weißt du, woran das liegt? Weißt du, warum ich so ein riesen Loch im Kopf habe? Das liegt daran, irgendwie Na so los. nach dem 24-Stunden-Rennen, wo auch schon, irgendwie, ich sage jetzt mal, 40% der F1 auch mitgefahren ist, aber natürlich wieder mit einem völlig anderen Namen und völlig anderen Tech und so weiter, ist dein Gehirn wie leer geschossen. Ne? Da musst du dich echt erstmal wieder zurechtfinden, irgendwie so, wo was wie hingehört, ne? Oder wer mit wem gefahren ist. Genau. Wir wurden aber freundlich daran erinnert, dass es der gute Chilso ist. Natürlich. Ah, was? Der Chilso? Massa, Van und Chilso. Massa, Van und Chilso, ja genau, Chilso war's. Führen. Mit 22.150 Punkten Führen die vor Team momentan das Feld Thorn an? Ja, okay. mit Jadoki, Austria und dem Neuzugang DNS, der Bonista ersetzt. Genau, der Sony-Star ersetzt. Der Sony-Star hat sich Genau, irgendwie anscheinend, Sonista. wie ich das richtig gehört habe, der hat sich, glaube ich, den Arm gebrochen oder irgendwie so ein Quatsch. Oha, ja, Also, damit ist schlecht fahren. ja, Vor also, allen Dingen eine Stunde lang. ja, vor allem eine Stunde lang ist irgendwie blöd fahren. Also, es gibt natürlich böse Zungen, die dann haben, ja, mein Gott, der hat ja noch eine andere Hand oder. Dann soll er halt nur mit dem Kopf fahren, aber was macht man dann beim Brainbug? Das ist auch schlecht, ne? Ja, Also. und man ist nicht umsonst da vorne, wenn man nur mit einer Hand fahren würde, könnte Genau. man das Niveau, glaube ich, nicht halten. Nee, nicht wirklich. Ja, dann gibt's noch eine Hios-Botschaft, nämlich, lies mal weiter im Ranking. Wer ist denn auf Platz 3 Genau, auf momentan? dem dritten Platz die fruchtigen Boxenluder im Moment. Ja, die fruchtigen Boxenluder. Allerdings. Also, ja, es gibt das Gerücht und das Gerücht hat sich vor ein paar Minuten bestätigt. Das Team Fruchtige Boxenluder wird es so nicht mehr geben, so wie es aussieht. Das hört. Ja, die Frage ist ja jetzt, ob sie sich nochmal fangen oder ob sie jetzt nur diesen Grand Prix auslassen oder ob Das sie ist. das Ganze gänzlich wegschmeißen. Ja, das ist eine sehr gute Das weiß Frage, man ja weil wenn ich nicht. mir denke, die sind auf Platz 3, quasi fett in den Payouts, also da, wo es auch was zu gewinnen gibt. Und ja, man gewinnt halt nicht irgendwie, keine Ahnung. Wie jetzt bei 24 Stunden ein Autogramm von den Castern oder sonst irgendein Quatsch, sondern es gibt echt Geld zu gewinnen. Da sollte man natürlich vielleicht nochmal überlegen, ob man seine Kameraden nicht nochmal motivieren kann oder einen Kamerad wenigstens motivieren kann und den zweiten vielleicht aus dem Blackliste-Teams, den dritten aus dem Blackliste-Teams irgendwie rauszerrt, ne? Dass man da Richtig, vielleicht nochmal richtig. das Feld auffüllen kann, weil so ist natürlich echt übel. Ganz, ganz übel, ja. Ja, dritten Platz aufgeben. Ja, sagen wir es mal Natürlich so. sehr schade, auch für alle anderen Teilnehmer, die dann natürlich um, ja, ich sag mal, die Competition betrogen werden. Ja, im Grunde genommen schon irgendwie so. Ich meine, klar, der vierte denkt sich jetzt natürlich alles klar, der dritte ist dann heute sicher so ungefähr. Aber das kann es dann auch nicht irgendwie sein, wenn man bedenkt, ja, man kriegt den Kram irgendwie geschenkt halt, ne? Ja, eben. Und ja, wie du schon sagtest, ob das im Sinne der Competition ist, dass man sagt irgendwie so, ja, ich habe gegen die gewonnen, aber auch nur, weil sie nicht da sind, irgendwie, das kann es dann auch nicht sein, ne? Hat immer diesen schalen Beigeschmack, dass man dann sagt, ja, du bist nur Dritter geworden, weil, ne? Richtig, Und richtig, ja, richtig. ärgerlich. Aber wie Ja, gesagt. denn es wär nämlich ziemlich knapp geworden so. Platz 3, 4 und 5, also fruchtige Boxenluder im Moment mit 21.331 Punkten. Und zwar direkt dahinter The Big Wallbang Theory mit 21.322 Punkten, also nur Okay. 9 Punkte dahinter. Ja, sehr knapp. Und Just for Fun ist auch nicht weit weg. 21.305 Punkte. Also auch nur 26 Punkte weg von fruchtigen Boxenludern. Das wäre ein schöner Dreikampf um den dritten Platz geworden. Tja, schade Woraus eigentlich, jetzt ne? wahrscheinlich nur noch ein Zweikampf wird, Jetzt wird ja. es nur noch ein Zweikampf, ne? Jetzt würde ich mal sagen, momentan haben wir noch Warm-up. Gehen wir mal schnell auf die Map ein. Und zwar werde ich schnell ja, die Map erklären. So groß und so lang ist sie nicht und auch nicht so schwierig. Hier haben wir Startziel, daneben die Boxengasse irgendwie so. Die Einfahrt ist hier an der Stelle, also quasi vor der letzten Kurve irgendwie, wo es wieder auf die Startzielgerade geht. Und aus der Box heraus kommt man auch auf der Startzielgerade hier an dem Feld wieder raus. Wieder aufpassen, hier ist Motor ausfällt. Nicht, dass es dann wieder heißt, Engine Blow Off und man knallt hier irgendwo gegen, erreicht den Checkpoint nicht und das Rennen ist schon gelaufen, bevor man richtig angefangen hat. Wäre ärgerlich. Geht hier einmal in einen U-Turn, kann man schön driften, alles wunderbar. Einige sagen, ja, es ist halt nicht ganz ungefährlich, weil man mit ziemlich viel Speed ankommt, was ja okay ist für den Drift. Aber
da viele fahren hier ganz gerne über den Randstein, damit es auch schön eng und ja, um die Kurve gehen kann. Aber auch gefährlich, weil das Auto könnte dann abheben. Geht hier in eine Gegenkurve, auch noch relativ easy, aber jetzt wird es ein bisschen kniffliger. Und zwar, es sieht einfach aus, es geht hier geradeaus über so ein paar leichte S-Kurven, die man aber gerade fahren kann. Und jetzt kommt hier so ein Knick. Der Knick selber ist noch nicht so schlimm, aber wenn man hier diesen Randstein erwischt und das Auto hebt ab, hat man ja für einen kurzen Augenblick keine Lenkbewegung. Und dann würde man hier in das Penalty-Out da in die Wand knallen und im blödesten Fall über die Wand knallen. Das wäre natürlich extrem schlecht, weil dann wäre das Rennen gelaufen, wenn man halt da auf dem Rücken landet. Und ja, auch fürs Renngeschehen extrem schlecht, wenn man hier aus der Map rausfliegt oder dagegen knallt. Also da aufpassen. Dann haben wir hier eine kleine Aufstiegskurve, die man super im Drift nehmen kann. Die ist Wallbang gefährlich, das heißt, da werden die Kommis auch heute gucken, dass da nichts passiert. Geht hier wieder runter in die Gegenkurve. Hier ist auch die Penalty Entrance, wo es auf den Penalty Track geht. Hier ist auch relativ, ja, man kann hier driften, man kann hier vom Gas weggehen. Ich weiß nicht, wie die Pros da fahren, aber das werden wir heute im Laufe der Zeit noch sehen. So, dann geht es hier auf eine lange Gerade. Immer noch gerade, immer noch gerade. Das kann man alles im FS fahren, deswegen sage ich gerade, obwohl da eine Kurve ist. Ja, und hier streiten sich die Geister, FS oder Drift. Ich habe immer gedriftet. Geht dann hier auf die vorletzte Gegenkurve. Da ist hier auch die Pit Entrance, wo es zum Tanken geht. Ja, da ist die letzte Kurve und dann geht es wieder auf Start-Ziel. Und das wäre der Track Ungarnring, heißt er einfach unspektakulär. Also hat jetzt irgendwie keinen tollen Namen. Schade eigentlich. Tja, und während des Warm-Ups habe ich gesehen, dass zumindest ein fruchtiges Boxenluder anwesend ist. Ein fruchtiges Boxenluder ist da? Der Snoop ist da. Der Snoop ist da. Okay. Dann go, go, Leute. Ja, will ich auch sagen. Go, go. Irgendwie gucken, so. Ob er auch jetzt an den Start geht oder ob er nur viel Glück wünschen wollte. Ja, das weiß ich leider auch nicht. Auf jeden Fall hat das Rennen begonnen. Irgendwie so, die Winterpause ist vorbei. Und der 12. Lauf. Okay, ich höre eine Hupe. Der 12. Lauf Ungarn ist quasi gestartet. Rennzeit ist 66 Runden oder 60 Minuten. Je nachdem, ja, wie schnell oder wie langsam halt die Leute sind. Ne? Also einen Skip hat man noch nie nach 60 Minuten. Aber so ist momentan das Regelwerk. 60 Minuten maximale Renndauer und dann ist Schicht im Start. Wollen wir doch mal schauen? Ja, der Neuzugang bei Porn, nämlich der DNS, der jetzt auch im Qualifying gleich mal eine Marke gesetzt hat und gleich mal den ersten Platz geholt hat, ja, führt auch hier momentan das Feld an. Jetzt müssen sie sich. Ja, DNS richtig motiviert und scheint sein Porn-Team auch ordentlich anzutreiben. Ey, der hat im Moment hier alle drei weit vorne. Ja, der hat auch irgendwie, also zumindest sagt der Ausdrehmer das, der hat die ganze Zeit genau-life wie ein Bekloppter, ne? Also der hat die ganze Zeit jetzt nichts anderes mehr gemacht, als diese Map hier zu trainieren, obwohl das echt schade ist, weil der ist jetzt frisch dazugekommen. Der kann ja heute nur Punkte für sich holen. Das ist ja das Regelwerk, ne? Wenn man ja dazu joint aus einem gesperrten Team, irgendwie, was schon angetreten ist. Weil der war ja, glaube ich, mit Safran und Robin dabei, aber die sind halt, ja, wie soll ich sagen? Relativ früh ausgeschieden, oder nicht? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die Bahrain schon gefahren sind oder ob die gar nicht angetreten sind und dann einfach einen schwarzen Punkt kassiert haben. Aber momentan frage ich mich, wie ein schwarzer Punkt passieren kann, wenn man so übermotiviert ist, ne? Ja, ist natürlich schade, dass das in die Teamwertung nicht einfließt, aber ich denke mal, er wird es jetzt einfach auch mal für sich wissen wollen, so, wo stehe ich denn im Feld, wenn ich gut trainiert bin, was kann ich erreichen, zu welchen Leistungen bin ich fähig. Und das ist ja auch ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz, zu sagen, so, hier, schaut her, da so wird's gemacht. Und da haben wir auch schon die erste Red Time von Barney vom HRT-Team. Das ist natürlich sehr ärgerlich, aber er hat es auch schnell gemerkt. Ich hoffe, er kriegt es auch hin, irgendwie ganz schnell wieder zu joinen. Natürlich, wie soll ich sagen, ärgerlich irgendwie so. Aber Gott sei Dank, wenn es in der Anfangsphase noch passiert, ist es noch nicht so schlimm. Schlimm ist es natürlich, wenn es am Ende passiert und man, ja, keine Ahnung, in den Top 5 fährt und die Top 5 dann einfach davonfahren, ne? Und das war's dann, ne? Ja. Wollen wir mal gucken, wie lange es so. Oh, da gibt's schon den ersten Ausfall. Den ersten Out. Von Seo. Wo ist er denn? Auf der 44. Auf der 44, danke. 45. Ja. Liegt auf dem Dach. Rückenlage, das ist. Moment, wo ist das? Ah, das ist da an der Stelle, wo ich gesagt habe, da könnte man abheben und gegen die Dings knallen, ne? Gegen die Penalty Out. Und die Penalty Out ist hier ein Stück davor. Genau da liegt er. Unglaublich, dass er sich da verewigt hat. Wollte mal zeigen. Wollte mal zeigen, wie es geht, aber in der Live-Session ist es natürlich, ja, wie soll ich sagen. Unklug, ja. Nicht so schön irgendwie so. Sollte man dann besser lassen. Genau, genau. Ja, deswegen. So, gehen wir mal durch. Ja. Welche Teams sind denn vollzählig? Team Porn sehe ich, 3 Mann. Ja. DNS, Austria, Jodoki.
Kers ist da mit Massa, Van und Chilzo, habe ich auch schon gesehen, da auf der 19. Nur fruchtige Boxenluder, schauen wir mal. Ja, Snoop fährt auf jeden Fall. Okay. Ist aber der Einzige. Das ist der Einzige. Okay, das ist natürlich schon mal ärgerlich. Das heißt, irgendwie Mist ist, ja, wie angekündigt, anscheinend nicht da. Und bei Onyo sind wir jetzt alle unsicher, weil es, ja, also es hieß wohl intern, Onyo will am Sota Cup mit teilnehmen. Aber wenn er da schon rausgeflogen ist, frage ich mich, was er jetzt macht, ne? Richtig, richtig. Also der Sota Cup läuft ohne ihn weiter im Moment. Gut. So, was haben wir noch? The Big Wallbang Theory. Pax Mauer auf der 7, Smart auf der 12 und Darkmark auf der 20. Okay. Auch vollzählig. Auch komplett vollzählig. Das heißt, sie können sich sogar einen Schlüssel erlauben. Just for fun. Genau, just for fun. Was haben wir denn da? Lolas ist da auf der 16. Dark to Train direkt dahinter auf der 17. Und Nihilist auf der 27. Auch vollzählig. Und da ist das nächste Out. Basti. Basti von dir? Okay. Wo haben wir ihn? Auf der 46. Oh. Fährt unten. Oh, nein, wie ungünstig. Das ist natürlich ganz blöd. Jetzt. Das ist ja ganz schlecht. Der ist von der Strecke geflogen. Ja, da kommt man auch nicht mehr raus. Ja, der ist auf die Strecke. Das ist gelaufen. Der ist von der Strecke abgeflogen. Okay, schon mal Bockmist, ne? Hat das Glück, landet auf allen Vieren. Aber wo? In diesem komischen Haus-Deko-Ding. Ja, und da kommt er nicht mehr raus. Das Thema ist schon gegessen, ne? Das ist natürlich ganz, ganz blöd. Irgendwie. Das habe ich aber, glaube ich, in der Saison auch nicht gesehen. So kriegt er die 66 Runden auf jeden Fall schnell rum. Nur leider ohne Checkpoints. Ja, genau. Immer schön im Häuserblock rum. Ja, sehr gerne. Gehen wir mal weiter. Im Moment auf Platz 6 die Eliminators. Und auf Platz 6 finden wir auch den Fake. Genau, Fake ist. Und seine Teamkollegen Crash und Greif auf 10 und 11. Ja, Fake ist, glaube ich, auf dem Nürburgring zu den Eliminators gejoint, hat quasi auf dem Nürburgring keine Punkte bekommen. Weil er halt auch, ne, er kam vom Team Holz, wo noch Panda und Amaterasu drin waren. Aber die haben sich dann auch irgendwie die Punkte kassiert. Und Fake ist dann kurzerhand zu Eliminators gewechselt und darf heute in Ungarn, ja, seine Punkte machen für sich selbst und für das Team. Also von daher ist Platz 5 schon mal eine saubere Sache. Ja, wunderbar. Was haben wir noch? Über die Fritte. Hinter den Eliminators auf Platz 7. Moment. Ah ja, doch da. Wolf. Ungewohnt in weiß-pink auf dem ziemlich Platz. Ungewohnt. Was macht der Kaiser in weiß-pink? Quinn? Was soll das denn? Das ist und seine beiden Kollegen Darkbringer und Sensei auf der 19 und 25. Denn Sensei hat gerade einen Fehler gemacht und wurde durchgereicht. Okay, 19 und 25 ist aber auch sehr ungewohnt für UDF, ne? Ja, erste Runden, sich mal akklimatisieren. Da geht bestimmt noch was nach vorne. Ja, sollte. So ganz, weil 19 so ganz unteilig sage ich das einfach mal. Oh, was haben wir denn da? Irgendwie so Crash, Prehistoric ist out of race. Aber er joint schon wieder. Sollte man natürlich überlegen, irgendwie so, hat er wirklich einen Crash gehabt oder ja, hat er einfach nur Disc gehabt? Na, out hat er nicht geschrieben. Out hat er nicht geschrieben, also. Oh, jetzt ist er doch left. Ist jetzt aber schon wieder geleaved. Hm, okay. Weiß offensichtlich nicht, ob er selber gecrashed ist. Okay. Naja. Wie sieht es denn aus bei unserem Team aus Frankreich, BTS? Weil ich sehe Morgius auf Platz 27 und Sköder genau, auf 31. Genau, wollte ich gerade weitergehen. BTS, also bisher alle sieben Teams, also alle Top 7 Teams, bis auf fruchtiges Boxen oder vollzählig. Okay. Auf Platz 8 BTS. Wen haben wir denn da? Ich habe hier Morgius auf 27, Sköder auf 31. Sköder ist auf der 31. Genau, aber da fehlt Emil Diablo, der zu BTS gewechselt ist. Und das ist auch so ein Ding, wo ich mir sage, meine Fresse, ey, das war aber echt ein Griff ins Klo. Weil die hatten einen dritten Mann, der konnte nicht mehr oder war nicht zuverlässig oder sonst irgendwas. Und wollten quasi einen Ersatz dafür haben. Und haben die Möglichkeit bekommen, von dem gesperrten Team Win den Diablo zu bekommen, der echt kein schlechter Fahrer ist. Aber der ist nicht da. Richtig, richtig. Der haut dir jedes Mal eine Pfanne, ne? Wo ich mir dann auch denke, ey, das war der Wechsel hat sich ja übelst gelohnt. Ja, also auf dem Papier ist es natürlich kein schlechter Wechsel, weil Diablo echt für Überraschung gut. Ich weiß gar nicht, in welchem Rennen, viertes oder so, hat er uns ja überrascht mit einem Podiumsplatz, womit wir nicht gerechnet haben. Aber es ist natürlich sehr unvorteilhaft, die Unpünktlichkeit. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Nee, nicht wirklich. Da das Team so hängen zu lassen. Tja, und da haben wir ihn auf Platz 19. Das einsame Boxenluder, irgendwie Snoop momentan ganz alleine.
Also das tut mir auch echt leid für ihn. Ne? Zum einen, also doppelt, dreifach im Grunde genommen. Zum einen ist es für jedes Team natürlich blöd, wenn es so hoch im Rang ist, also quasi in den Payout-Plätzen schon steht, und muss dann aus Mangel irgendwie, weil ja die Teamkameraden irgendwie sagen, nö, kein Bock mehr oder eben Stich lassen oder weiß der Geier was, dann nicht mehr teilnehmen. Dann auch noch im Falle von Snoop, weil er der amtierende Weltmeister ist, das tut dann richtig weh. Ja, und das dritte ist natürlich privater Natur, weil er natürlich einer von uns ist. Ne? Also von der Red Steam-Mannschaft irgendwie. Das tut natürlich dann ja nochmal weh. Also im Grunde für mich dreifach, für dich nur zweifach wahrscheinlich. Ärgerlich, ja. Ärgerlich. Ja, ja. Aber egal. Wie sieht's denn vorne aus? Momentan ist auf 2 Austria. Ja, das freut mich ja wieder. Das ist der andere Red Steam-Mann, fährt aber bei Porn und duelliert sich gerade mit Olf. Aber Olf hat anscheinend da die Ecke ein bisschen geküsst, weil ich habe die gerade eben beide gleich aufgesehen, aber Olf war auf einmal wupp, ne, wieder weg aus dem Bild. Ja, und Jodoki hängt ihm jetzt hinten dran. Naja, ein bisschen Platz ist noch. Kann auf jeden Fall auch holen. Okay. Olf da auf jeden Fall in dem Porn-Sandwich drin. Ja. Wo sich jeder andere wohlfühlt. Alle drei Porns. Aber nicht in der F1. In der F1 ist im Porn-Sandwich zu stecken nicht so doll. Ach, nein, so, siehst du irgendwie so, Fusion Fritzi, ich hab mich gerade eben darauf aufmerksam gemacht. Für den Fall irgendwie so, dass ihr uns was mitteilen wollt, was weiß ich, Tonqualität ist irgendwas im Argen oder irgendwas stimmt nicht richtig oder ihr wollt Infos zu dem Rennen haben oder sonstiges, könnt ihr uns erreichen im Quakenet IRC, Raute Stigmata, da könnt ihr uns ja zuschwallen und uns Fragen stellen oder einfach auch nur flamen, wie ihr wollt und ja, da könnt ihr euch dann quasi austoben. Also wie gesagt, es gibt ein kleines Chatfenster, glaube ich, bei Twitch rechts nebendran. Aber dadurch, dass ich natürlich den Livestream nicht offen habe, sonst würden wir alles doppelt hören, ja, achte ich natürlich da auf den Chat weniger. So, und jetzt sehen wir auch gerade von Bull Racing John ist auch raus. Also anscheinend ist die Strecke doch gefährlicher, als ich angenommen habe irgendwie, weil im Training ließ sie sich eigentlich relativ gut fahren. Oh, und da liegt eine Rückenlage. Wo war das denn? John, schade, jetzt ist er wieder John? Weg. Jetzt ist er weg. Oh, ja, das konnte ich nicht mehr decken. Der. Schauen, wo es genau ihn denn rausgehandelt. Keine Ahnung. Sein Teamkollege müsste aber, glaube ich, noch da sein, oder? Irgendwie, das war doch Nesty, glaube ich, oder? Nesty ist da. Nesty war 18. Ist vor kurzem noch auf Seite 1. Hat jetzt wohl einen größeren Fehler gebaut und wurde durchgereicht. Ist auf 18. Guck mal da. Und FLW, den hatten wir gerade im Interview. FLW. Wo? Ja, ich gucke gerade auf Position 44, aber ich kann nicht mehr anklicken. Er ist schon. Ja, ich kann nicht mehr anklicken. Er ist quasi schon raus. Ist Nesty gerade vorbeigefahren, ja? Ja. Er ist quasi schon raus, okay. Kann nicht mal klicken, aber das ist ja sehr interessant. Den hatten wir vor 10 Minuten noch im Interview und ja, für ihn ist das Rennen jetzt leider auch schon gelaufen. Was ist denn ja, mit das Rest ist natürlich schade. Von Easy Killer Eke sehe ich noch auf 35. Der dritte Mann, wo ist der denn? PNX auf der 25. Der PNX, also der Phoenix auf 25. Ah, da ist er, genau. Vorhin PNX 2.0. Da würde mich auch mal interessieren, nämlich warum? Warum eigentlich 2.0? Keiner weiß es. Schon einmal aus der Asche auferstanden. Auf der Asche auferstanden? Zum zweiten Mal, meinte er? Also als Phoenix und dann nochmal als Phoenix. Der Phoenix. Okay. Ja, hoffentlich hilft es im Rennen, ich weiß es ja nicht. Ja, jetzt auf jeden Fall, weil Teamkollege ist ja raus. Zwei Mann noch da. Müssen sie durchkommen. Auf jeden Fall. Und ich sehe auch gerade irgendwie gerade von Eliminators Crash. Der battelt sich gerade gegen Team Kers, gegen Van. Auf ja, 6 und 5. Wow. Oh. Crash hat eben. Das hast du gesehen, ja? Hat ihm aber geholfen. Ja, geholfen hat es ihm, aber es war verdammt gefährlich. Es war verdammt gefährlich. Das ist auch die Stelle. Ja, gefährlich auf jeden Fall. Aber also Zeit hat sie, glaube ich, nicht viel gekostet, wenn überhaupt. Ja, ich weiß ja noch nicht mal, ob es Zeit kostet, aber es ist halt, wie du gerade eben schon gesehen hast, es ist halt brandgefährlich, ne? Ja. Man knallt da drüber, mit ein bisschen Glück kriegt man halt die Kurve extrem geil. Mit viel Pech. Und das ist dann meistens so, ne, dass man gerade an der Stelle ja das Glück nicht hat, scheuert es einen dann komplett raus. Ne? Dann macht's flop und dann ist man weg. Genau. Dann kann man nur hoffen, dass man auf allen Vieren landet. Ansonsten ist das Rennen gelaufen. Wenn man natürlich auf allen Vieren landet, so wie, oh mein Gott, Basti war es, ne, der im Haus gelandet ist. Ja. Ja, das ist natürlich dann auch doppelt ärgerlich. Jetzt sehe ich hier gerade, ist das eine Überrundung? THT Para? Das könnte eine Überrundung sein. Ne? DNS hier schon weit weg. Boah, von Austria aus gar nicht mehr zu sehen. Der zieht aber auch davon. Das ist der neue auf Mann. Der Gegend gerade auf jetzt. Platz 1 von Team Porn, DNS, der Ersatz für Sonistar. Der führt momentan das Feld an und ja, schnuppert sich gerade an Kiddies Hintern hier ran und wird sie auch gleich, glaube ich, überholen. Und der Overtake ist jetzt da, genau.
Aber oh, was ist denn das? Kitty kontert? Ich werde verrückt. Was ist denn hier los? Gut. Ein kurzer Konter von 2 Sekunden. Oh, und Fake von Laminate, das ist raus. Oh. Auf der 23. Oh, ja. Liegt auf dem Dach. Liegt auf dem Dach. Das ist, guck mal, Penalty out. Da sieht man das Schild noch halber. Ja. Penalty out. Er ist gegen diese Ecke geknallt und das war's. Ärgerlich, ärgerlich irgendwie so. Gerade eben hatte ich von den Eliminators Crash drin, da ist er nochmal auf Position 6 irgendwie im Kampf mit Van von Team Cares. Und Teamkollege ist schon raus, natürlich ärgerlich, aber von Eliminators gibt es ja noch einen dritten Mann. Und genau, der greift. Der greift, genau. 12. Auf Position 12, danke, genau. Da ist er. Das heißt, für Eliminators übel, aber noch nicht ganz übel, weil wie gesagt, 2 sind noch da, das heißt, die Teamwertung ist noch nicht in Gefahr. Oh, und ich, oh mein Gott, das kann ich jetzt so wortwörtlich nicht wiedergeben. Auf jeden Fall hat sich Barney mittlerweile im IRC eingefunden. Und, ja, wie soll ich sagen? Schimpft ein wenig, ja, über seinen Internet-Hoster. Wer sich das genau angucken will, irgendwie so, oder Barney damit konfrontieren will, kann gerne ins IRC Quakenet, Raute Stigmata. Da kann er sich dann auslassen und mit Barney mal einen Schwank erzählen. Oh, und wir haben die ersten Boxenstops jetzt. Ja, ich seh's gerade. Drei von Snoopy. Bin gerade bei Snoopy, genau. Schön. Bin gerade reif drauf, sieht okay aus. Oh, Pax Mauer ist auch drin. Ja, ziemlich weit vorne, aber ist mutig vorne. Mutig genau. Vorne, genau. Aber hat die Bremse noch gefunden, rechtzeitig. Genau. Und PX verdient sich die Penalty. Wir haben schon gedacht, wir kriegen keine mehr, aber doch, da ist sie. Einmal muss sein. Das heißt, in jedem Rennen. Genau. Nur ohne wäre ja auch langweilig. Ja, ohne Penalty irgendwie so. Wir hatten schon ein Rennen ohne Penalty. Und hatten wir echt? Ja. Da haben auch die Kommis gesagt, das war langweilig. Also überrascht. Unglaublich. Jetzt wollen wir mal gucken. So, jetzt sehen wir hier, allesamt fahren sie in die Box. Spitze, Jodoki mit. Wer ist eine andere Porn? Auf jeden Fall 2 Porn-Leute. DDF ist drin, Chillsorg kommt rein. Also Highlife. Olfa auch drin. Jetzt gibt's hier geschlossenen Boxenstopp. Ja, ich bin gerade auf PNX drauf, weil ich jetzt natürlich wissen will, fährt er jetzt... er fährt sofort auf den Penalty-Check. Und da können wir auch mal draufbleiben, weil der kommt natürlich an der Stelle raus, wo Fake sich auf den Rücken gelegt hat. Und bin mal gespannt, wie viel Zeit das kostet, weil die Strecke, das sieht relativ kurz aus, aber er muss ja einen gewissen Teil der Strecke wieder abfahren. Da war er ja nämlich schon. Eben. Und so wie es aussieht, hat er ja, jetzt auch gerundet. Ja, das hat jetzt dann... Währenddessen sehen wir hier, Van kommt jetzt erst zum Boxenstopp. Vielleicht hofft er sich in der einen Runde länger draußen bleiben, ein bisschen mehr Zeit rausfahren und ein paar Leute überholen. Mal gucken, ob das klappt. Man weiß es nicht. Ich bleib mal drauf. Mit wem hat er sich denn direkt duelliert? Das war doch Crash. Oh, ne? Und schau mal her. DNS, das natürlich vor seinem Einstand. Ja gut, das kann man verzeihen. Kriegt hier die Penalty. Der kriegt eine Penalty. Was hat er denn gemacht? Penalty für die Pitzone. Oh, ist er doch drüber gefahren. Ist halt drüber gefahren. Das ist natürlich ärgerlich. Jetzt wollen wir mal gucken. Ja, das ist halt, wie soll ich sagen, die Strafe des Neuen, ne? Man ist noch nicht so drin im ganzen F1-Ding und hin und her. Ja, und richtig, auf jeden Fall. Hätten eben die Teamkollegen mal darauf hinweisen sollen, dass man das auf jeden Fall üben muss. Also hingewiesen haben sie, glaube ich, drauf. Aber du weißt ja, wie es ist, ne? Man ist zum ersten Mal dabei. Nicht vehement genug. Ja, man ist zum ersten Mal dabei. Guck mal, von Platz 1 auf Platz 6 zurückgefallen. Also die Penalty ist doch schon recht teuer. Also... Man kann nicht sagen, irgendwie so, ja, das kleine Stück da, mein Gott, die paar Sekunden, die kann man sich auf der linken Backe absitzen. Nee, so ist es nicht. Der ist jetzt von 1 auf 7 zurückgefallen, duelliert sich gerade mit Massa und im Platz 6. Ja, duelliert sich mit Massa und Platz 6 und da zieht er dran vorbei. Mal gucken, ob er das auch auf die Gerade mitnehmen kann. Oh, den ist knapp die Kurve genommen. Meine Fresse. Also, das ist mal ordentlich. Und Massa fällt nichts mehr dazu ein, als mal irgendwo auf die Hupe zu drücken. Ob das hilft, kann ich mir kaum vorstellen. Aber ja, er kommt auf jeden Fall ran. Er kommt das auf jeden Fall ran, die Hupe scheint zu helfen. Da war ein kleiner Bug, da muss er gegensteuern kurz. Verliert jetzt natürlich ein paar Meter. Aber abgeschüttelt hat er ihn noch nicht. Also DNS ist rangekommen, hat ihn noch überholt. Aber Massa... Auf jeden Fall sehr spannendes Duell hier. Ja. Oh, da hat auch gerade eben gemerkt, das könnte eng werden, das wird vielleicht zu viel. Und das nutzt natürlich jetzt DNS aus, der diese Engstelle da wesentlich besser gekriegt hat, weil Massa wollte an der Stelle einfach zu viel, hat aber noch rechtzeitig irgendwie, ist er vom Gas gegangen, damit er da nicht gegenscheppert gegen die Ecke, weil das kostet ja richtig Zeit. Aber er kommt wieder ran. Aber DNS fährt auch jedes Mal super knapp an diese Ecke, ne? Richtig eng, da habe ich mich gerade eben auch schon wieder halt erschrocken, weil ich dachte, jetzt muss er doch mal anecken, aber nein. Aber nein. Alles
absolut austariert bis ins letzte Millimeterchen. Okay, ich krieg gerade die Info intern irgendwie von den Kommis, was mit DNS passiert ist, weil wir das nicht mitbekommen haben, warum überhaupt eine Penalty bekommen hat. DNS ist nicht bis zur Engstelle gefahren, wo er die Breakzone aufhört, sondern er ist schön bis zum Ziel vorgefahren und hat kurz vor dem Ziel angehalten. Ah. Weil er dachte, das Ziel ist irgendwie so das Ende der Breakzone, aber nein, ja, das ist natürlich nicht. Also ich kann mir ja gar nicht vorstellen, dass Jadokio und Austria ihn dahingehend falsch informiert haben. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Vielleicht ist es auch wirklich nur, ja, kann ich das so sagen, Nervosität? So, erste Rennen, bla bla, man will ja, sich nicht doch, blamieren. Ja, kann auf jeden Fall sein, ja. Kann sein, ne? Aber wie gesagt, wenn ich mal unten auf die Records gucke, weil die Top 3 werden ja uns immer angezeigt, eine 48-18 von DNS, das ist natürlich schon ziemlich brutal, wenn ich bedenke, auf dem zweiten auch echt eine super Zeit von Austria von Team Born, aber mit über 2 Zehntel langsamer, ne? Auf jeden Fall. Also, währenddessen sehen wir hier ein schönes Duell zwischen Olf und Crash um den 4. Platz. Dass Crash jetzt erstmal für sich entscheiden konnte. Okay, aber der Kaiser hängt dran. Alter, sie. Ah, da muss er, glaube ich, vom Gas gehen. Ja. Konnte aber trotzdem noch ordentlich gewinnen. Ja, hat aber kein Overspeed irgendwie so, um da ja, nee, zum Überholen. Langsamer, jetzt zieht Crash weg. Das ist ja auch immer so eine Mischung, ne? Wie kriegt man diese Kurve nach diesem Startziel? Weil die kann man schön driften, aber die kann man auch schön hässlich driften, ne? Dass man da unglaublich viel Zeit verliert, obwohl man im Drift ist. Also, da weiß ich auch nicht. Aber Olf saugt sich ran. Oh, und holt ihn schön in der Schikane. Meine Fresse. Schön weggeschluckt. Crash hat wahrscheinlich auch gedacht, what the fuck is going on? Olf fährt an ihm vorbei, als wenn Crash die Handbremse angezogen hat. Unglaublich. Schönes Duell. Hat er den eiskalt stehen lassen. Und jetzt... Jetzt natürlich großer Vorsprung. Ja, ja Olf, und da kommt auch noch DNS mitten rein. Mittendrin schon dabei. Ja, und DNS. Mittendrin und holt sich jetzt... Hat jetzt Olf auf dem Sucher. Wird sich da dann wahrscheinlich ransaugen. Also DNS ist auch... Das ist unglaublich, ne? Irgendwie ist auf 7 zurückgefallen wegen der Penalty, weil er halt die Bremszone überschritten hat. Hat sich erst ein hartes Gefecht mit Massa gegeben, aber Massa scheint jetzt ja ein bisschen abgefallen zu sein. Obwohl, er hat ihn noch im Sucher, aber es sind schon ein paar Meter Abstand geworden. Auf jeden Fall. Und DNS, ja, gewinnt auch nach und nach, man sieht es hier, gewinnt auch nach und nach immer mehr Abstand irgendwie zu dem gerade überholten Crash von Eliminators. Also, ja, und Olf hat sich jetzt in der Zwischenzeit auch geholt. Oh, meine Fresse, wen hat sich Porn da angelacht? Also, richtig, richtig gute... Gutes Match bisher von DNS auf jeden Fall. So, und zwischendurch habe ich, glaube ich, ganz übersehen. Kann es sein, dass von TRT jemand hochgeflogen ist? Ja, der Revo. Der Revo? Das, oh mein Gott, das habe ich gar nicht mitbekommen. Sorry, Revo lag auf wegen den ganzen Duellen habe ich das jetzt nicht mitbekommen. Okay, Revo ist raus. Ja, TRT. ich hab's notiert, aber dann schon wieder vergessen, weil wir was anderes geredet haben. Ja, weil sie sich hier gerade irgendwie schönes Brett geben. Also. Ja, reichen wir nach. Revo ist raus. Genau. Revo ist raus. Damit haben wir es nachgereicht. So. Gut ist. Und das ist doch immer wieder sehr, sehr lustig, weil, also lustig im Sinne von, wenn man das natürlich als Zuschauer betrachtet, ne? Die Leute fliegen raus, joinen dann ins IRC oder sind im IRC schon drin irgendwie so, aber geben erstmal einen Kommentar ab. Und der Kommentar ist meistens nicht jugendfrei, ne? Das ist so echt der Klassiker, ne? Also du kannst schon davon ausgehen, 60% der Leute, die hier rausfliegen, landen im IRC und geben erstmal einen zum Besten, ne? Aber so soll es ja auch klar, sein. Ja klar, man muss ja seinen Unmut auch erstmal Luft machen. Ja, sicher. Das nagt ja schon an einem. Sicher. Ja, es ist ärgerlich, vor allem nach der langen Pause. Alle haben darauf hingefiebert, dass es endlich wieder weitergeht. Und dann geht's weiter und dann ist man nach 20 Minuten schon aus dem Rennen raus. Ne? Dann denkt man sich auch, scheiße. Ärgert man sich auf jeden Fall. Ja. Haben wir noch ihr Modell? Wie sieht's im Mittelfeld aus? So ab Platz 14 zum Beispiel. Darkmark momentan relativ allein. Nee, nicht allein. Lonas hängt am Diffusor. Lodas will auf jeden Fall Darkmark einsammeln. Ich glaube, Just for genau, Fun genau. Und Warband Theorie, du hast vorhin das Ranking vorgelesen. Die waren auch relativ presseinander, oder? Ja, Just for Fun, Warband Theorie trennen 17 Punkte. 17 ganz Punkte? Genau. Also eigentlich nix, ein Furz. So. 17 Punkte ist ehrlich nicht viel irgendwie so. Ich weiß jetzt auch nicht, ob schon. Oh mein Gott. Oh. Ich kann meinen Satz nicht zu Ende bringen und Darkmark. Wo haben wir ihn denn? Wo hat er sich abgelegt? Was zum... Wo? Nee, ich kann nicht mehr anklicken. Das heißt, er ist schon
vom Server runter? Üble Pille. Das war so eine Quarterpipe. Ach, da lag er. Crash ist gerade dran vorbeigefahren. Okay. Jetzt hat er das Spiel verlassen. Schade, wieso konnte ich den nicht mehr anklicken? Komisch. Naja. Schade. Neo. Aber für ÖDF irgendwie so, wie gesagt, ist noch lange nicht hier, ja, wie soll ich sagen, das Zepter aus der Hand gefallen. Der Kaiser ist immer noch auf 5, Sensei ist immer noch auf 8. Das heißt, Teampunkte sind immer noch safe, alles gut. Jetzt darf natürlich bei den beiden nichts passieren, weil, ja, ihrem Bonusmann sind sie losgeworden. Das werden sie, glaube ich, auch mitbekommen haben. Und, ja, noch ein Ausfall wäre jetzt natürlich extrem schlecht. Sollte man nicht riskieren. Schauen wir mal weiter. Das ist der einsame Snoop. Pax mal der einsame Snoopy, ja, der hat sich, genau, wir hatten ja gerade das Duell Dark Maglovas. Snoopy war da bis vor kurzem auch noch drin. Okay, von Snoopy. Aber dann hat der gute, ja, Mensch, der verleitet einfach. Der ist verleitet, wirklich. Aber dann hat er sich einen Fehler erlaubt und ist durchgereicht worden von den beiden. Die fahren jetzt hier auch schön herrenstuhlmäßig aufgereiht, Dark Maglovas und Snoop hintereinander weg. Oh, können sich hier aber... Kommt aber... Das wird jetzt auch noch richtig eng. Boah, Snoop, was ist das? Oh, hier und Snoop kann sich drin. An Lolas vorbeiziehen. Und Snoop mittendrin denkt sich, ja, was macht ihr denn da? Fahrt doch los. Und holt sich auch noch... Holt sie alle beide. Das war, Alter. Das war eine richtig gute Kurvenkombination. Ja, auf jeden Snoop. Fall. Auf jeden Fall. Und das ist so ärgerlich, ne? Jetzt so... Dass so ein Mann in der F1 ihm jetzt, ja... Wie soll ich sagen? Dem Untergang geweiht ist, ne? Ja, ja. Echt ärgerlich. Jetzt haben wir hier richtig schönen Dreikampf zwischen Dark Maglovas und Snoop. Snoop wieder ein bisschen zurückgefallen. Wo ist er denn? Da hinten. Ja, noch hinten dran, irgendwie so. Ah, Snoop merkt auch gerade, dass er im Bild ist. Fährt Kurven. Genau. Fährt ein paar Schlangenlinien. Reifen werden wahrscheinlich zu kalt. Gucken wir mal weiter. Just to Train auf 16 hat sich jetzt auch langsam vorgeoxt. Wo ist denn Nihilist? Der ist doch normalerweise der Spitzenreiter von denen. Aber Nihilist ist momentan nur auf Platz 21. Kloppt sich hier mit Levis oder ist Levis eine Überrundung? Levis ist eine Überrundung. Da kommt Nutella angeschossen. Nutella ist direkt. Ja, Nutella ist keine Überwindung. Nutella prügelt sich mit ihm. Ja, Nutella kann ist sich im Moment auch vorne. Oh, das war aber eine gute. Keine gute Schikane. Kommt Nihilis wieder ran und ist auch vorbei. Na, komm schon. Und wir haben Black Pearl auch direkt hinten dran im Getriebe von Nutella. Chili Mili, siehst du, von denen haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Black Pearl, wo ist denn Flo? Nee, wie ist er? Doch, Flo, oder? Chili. Ja, aber Black Pearl ist alleine. Black Pearl ist alleine? Das ist ja super ärgerlich. Die haben jetzt in den letzten Chili 3, 4 Rennen so viele Punkte aufgeholt, irgendwie so, und hätten eigentlich, ja, wie soll ich sagen, die Chance war schon da, dass sie ja, noch weiter nach vorne kommen. Eventuell irgendwie bei dem einen oder anderen Crash vielleicht sogar noch oben in die Payouts reinrutschen in die Top 5. Man weiß es halt nicht, ne? Bei den neuen Rennen kann halt noch viel passieren. Kann noch viel passieren, ja klar. Aber jetzt alleine zu fahren ist natürlich wieder, ja, wie soll ich sagen, kompletter Bullshit, ne? Da kann man eigentlich nur, wie soll ich sagen? Das ist natürlich sehr frustrierend auf jeden Fall. Es ist frustrierend und für Black Pearl kann man eigentlich nur sagen, ja, hoffentlich hat er Spaß am Fahren. Ja, muss er ja, sonst würde er ja nicht antreten. Und sonst würde er nicht antreten, genau. Da steht dann der Spaß im Vordergrund, wenn das Team einen im Stich lässt. Ja, da ist jemand out of race. Highflyer. Highflyer. BW, wo war der? Da ist er auf der 39. 39, danke. Aber kann ich nicht mehr anklicken. Nee, kann ich auch nicht anklicken. Okay. Out of race. Tja. Wenn man schon schreibt, out of race irgendwie so, da wird wohl irgendwas vorgefallen sein. Kann man halt nichts machen. Die Frexer-Truppe ist auch wieder am Start, sehe ich gerade. Auf 38 MATW, auf 35 DMK. Ja, genau. Die beiden sind wieder am Start. Die beiden sind dabei, ja. Vertreten ihr Team irgendwie so, sammeln 30 Punkte ein, so muss das sein. Gucken wir mal weiter vorne. Hat sie vorne irgendwas getan? Ey, vorne ist ja momentan also wirklich geballte Pornpower, kann ich nur sagen. Auf jedem anderen Sender und auf jedem, ja, wie soll ich sagen, auf jedem anderen Spiel oder sonstiges, hätte ich jetzt gesagt, irgendwie so, warum nimmt das Team Porn in den Mund? Aber, tja, so ist es nun mal. Porn dominiert momentan wirklich gnadenlos. Aber ja, und ich muss hier nochmal sagen, richtig, richtig klasse Rennen von DNS, der sich jetzt dritten Platz vorgekämpft hat. Und auch Jodoki jetzt hier direkt hinten dran hängt. Und Austria ist ja auch vorne dabei. Ja. Also Porn hier mit einer richtig guten geschlossenen Leistung. Und vor allem herauszuheben DNS natürlich. Also, unglaublich. Unglaublich irgendwie so. Wie gesagt, von DNS, ich muss auch zu meiner Schande gestehen, du weißt ja, ich bin kein ESL-Mann. Hab jetzt erst irgendwie vor 2 Wochen irgendwas vom Predator halt mir sagen lassen, dass es ein EPS oder ein ehemaliger EPS-Fahrer ist, weil die EPS gibt's ja nicht mehr.
habe ich mir schon gedacht, oh oh, da hat sich aber Team Porn schon, ja, wie soll ich sagen, nochmal massiv Verstärkung reingeholt. Aber da konnte auch keiner mit rechnen, dass der jetzt so dermaßen no-lifed, irgendwie, dass er die Strecke im Schlaf abspult, ne? Aber richtig, währenddessen hat er sich nämlich jetzt auf Jadoki geknallt und macht jetzt lange Schritte in Richtung Austria, um sich den ersten Platz wieder zu holen. Trotz der Penalty muss man ja. Also muss man ja nochmal. Da muss ich auch ehrlich sagen. Also Austria und Jadoki hatten keine Penalty. Und DNS ist momentan wieder auf Platz 2. Was geht denn da ab? Hallo? Das ist doch unglaublich. Das ist doch wirklich unglaublich, irgendwie so, was der momentan für eine Leistung abfackelt. Auf jeden Fall. Da will ich auch an Ulf an der Stelle, ich weiß nicht, ich habe Ulf jetzt, ich habe das die Woche jetzt nicht so beobachtet, wer jetzt viel oder wenig trainiert hat. Aber. Ja, also ich glaube, Ulf hat nicht so viel trainiert, weil wir heute 20 Uhr EMS-Match haben. Oh, okay. Und da brauchen wir ihn. Liegt die Konzentration dementsprechend noch woanders, obwohl die EMS, nochmal als Randinfo, wird die EMS irgendwie als, wie soll ich sagen, noch als Dauereinrichtung noch geführt oder ist es auch das letzte Mal? Ja, das noch nicht genau raus. Achso, das wisst ihr noch nicht. Offiziell, dass gesagt wird, das ist die letzte Saison, aber es wurde auch noch nicht gesagt, es wird verlängert. Also, da schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Ja, was Ulf haben wir denn hier? Bisher? Ich sehe gerade irgendwie so, dass unsere Frauenfahrerfeld sich eine Penalty abgeholt hat. Also die sollte doch mittlerweile wissen, wie das Tanken funktioniert. Ja, Kitty hat sich in der Box ein bisschen verschätzt. Okay. Ja, wir sehen auch hier die nächsten Boxenstops kommen. Ja. Moment, Phoenix, Lewis, Chilsos, Noob ist auch dabei. Also nur Göder kommt rein. Nur noch mal irgendwie, damit der ein oder andere Zuschauer, der vielleicht gar nicht weiß, warum man sich hier eine Strafe einfangen kann. Hier vorne diese Linie, die man hier sieht, das sehen auch die Fahrer. Ist jetzt gut. Irgendwie. Die Fahrer müssen das halt abschätzen, weil ab hier schwenkt die Kamera für die Fahrer weg. Das heißt, die müssen schon vorher mit dem Bremsvorgang Bremsvorgang irgendwie so einleiten, damit sie hier nicht über diese Linie preschen. Preschen die hier rüber? Kriegen die quasi eine Strafe und die Strafe sieht dann so aus, dass die dann quasi hier hinten auf diesen Straftrack, der hier über die Strecke geht, genau dieser Track, da müssen die einmal rum. Das heißt, der fängt auch hier hinten erst an, geht hier einmal rum, das kostet halt richtig Zeit. Den einzigen, den das nicht zu interessieren scheint, irgendwie, dass es Zeit kostet, ist jemand, der sich eine Penalty abgeholt hat, aber von 7 wieder auf 1 gefahren ist. Nämlich DNS und wieder beim Tanken. Jetzt wollen wir mal gucken, ob er sich wieder einen abholt. Genau, mit dem haben wir uns jetzt ein Tankduell geliefert, denn DNS kommt jetzt erst in die Box. Austria und Jodoki waren schon drin und gucken wir mal, ob das jetzt für DNS reicht, um sich in der Pitlane quasi an die Spitze zu setzen. Ja, DNS kommt jetzt aus dem Pit raus. Austria ist auf einem anderen Graben. DNS ist draußen. Aber Austria hat einen massiven Überschuss. Aber es reicht nicht. DNS bleibt weiter vorne. Das Tankduell hat auf jeden Fall für sich entschieden. Und Austria denkt sich jetzt auch, ich werde hier völlig vorgeführt. Was habe ich mir da in den Stall geholt, oder? Auf jeden Fall. Also DNS war ja die Runde. Bevor Austria in die Pit gegangen ist, war er ja noch hinter Austria und jetzt den Vorsprung, den er sich rausgefahren hat in einer Runde, ist schon beachtlich. Allerdings hat er jetzt auch einen kleinen Fehler gemacht und Austria konnte wieder vorbeiziehen. Okay. Ja. Muss die natürliche Rangordnung wieder herstellen, denkt er sich. Ja, und DNS denkt sich, nö. Ich habe die ganze Woche geoxt, ich gewinne das Ding. Das ist aber echt unglaublich ärgerlich, irgendwie so, wenn man dann denkt, dass DNS für das Team Porn in diesem Rennen noch keine Punkte einfahren darf. Also zumindest, ja, für die Teamwertung. Ich meine, nichtsdestotrotz weiter stören. Wollte gerade sagen, weil Top 3 ist Porn besetzt. So. Top 3 ist Porn besetzt. Deshalb geht's ja nicht. Ja, da wird nichts passieren. Eke hat einen Disconnect gehabt, ist aber wieder drauf. Ich hoffe, der wird noch gewertet. Das können mir die Kommis mitteilen. Oder auch nicht. Oh, ja, jetzt kriege ich nochmal eine Kommi-Mitteilung. Bei DNS wird das Auto überprüft. Das war intern irgendwie. Ja, so nach dem Motto, in der echten F1 wird dann auch mal geguckt, ob die Bremsanlage irgendwie den Vorgaben entspricht und so weiter und so fort. Aber das ist ja... Der also geheimen Boost-Knopf. Ja, genau, den Boost-Button. Wo hat er den denn versteckt? Irgendwo hinterm Lenkrad. So, aber was mir auffällt, wenn du mal die Platzierung anguckst, Porn die ersten 3 Plätze, Kers dahinter zweimal, dann zweimal UDF und dann zweimal Eliminators. Die Eliminators. Ja. Also alles schön...
Team verteilt. Ja, und bei der Wallbang-Theorie sieht das auch nicht so, ja, so verstreut aus, ne? Auf 10 Pax-Mauer, auf 12 Smart. Ja, die lassen jeweils einen Ball Platz. Und dann immer mit einer Lücke und dann auf 14 Darkmark, ne? Irgendwie 10, 12, 14, ne? Also sehr kompakt diesmal. Jetzt wollen wir mal gucken, auf wegen dem Teilnehmerfeld. Ja, ja, sagen wir mal so, 45 Fahrer werden heute wahrscheinlich schon angetreten sein. Ist natürlich klar, ne? Im Laufe der Zeit irgendwie dünnt das Ganze natürlich aus. Wir haben momentan auch noch 25 aktive Teams. Würde quasi summa summarum maximal 75 Fahrer bedeuten, wenn alle drei immer am Start sind. Das heißt, im Gegensatz zum Anfang, wo, oh mein Gott, lass mich lügen, ich glaube, umgerechnet 150 Fahrer irgendwie hätten fahren können, hat sich das Feld also quasi ja, halbiert. Habe ich jetzt richtig gerechnet? Ja, ich glaube ja, 75, Hälfte von 150, oder? Ja, ja. Genau, ist das schon richtig. Genau, das hat sich halbiert, genau. Aber wie gesagt, das war relativ abzusehen, weil das wissen wir aus der Erfahrung heraus von der Vorsaison und auch von der UR-Saison, dass die, die sich am Anfang anmelden, meistens nicht die sind, die auch bis zum, ja, bis zum Ende durchfahren, also nicht alle komplett, sondern dass er immer mindestens so die Hälfte der Schnitt ist. So, ja, also ich weiß auch nicht, wo sie DNS ausgegraben haben. Ich bin es ja langsam leid, immer wieder den Namen DNS zu sagen, aber er fährt schon wieder den ersten Logan mit 48,50. Richtig, richtig. Was ist mit diesem Mann los? Unglaublich, unglaublich. Aber er hat einiges Austria noch am Hacken, ne? Also Austria denkt sich auch irgendwie so, das hast du ja alle schön gemacht. Ja, lässt sich da nicht komplett aber abschütteln ist nicht. Sag mal, Marsch, kriegt man da nicht irgendwie, ja, wie soll ich sagen, eine Voll... Ja, wie soll ich sagen? Ich wollte gerade was Falsches sagen, um Gottes Willen. Ja, ein Aggress. Oh, DNS mit einem der wenigen Fehler. Ist jetzt wieder zurückgefallen auf Position 2. Okay. Bitte was? Ja, ich dachte, kriegt man da nicht einen Aggress, wenn man denkt irgendwie so, ja, normalerweise so vom Skill her, macht eigentlich der Kaiser das Ding. Aber irgendwie? Nö, das scheint das ist ja auch immer, nicht so ganz zu klappen. Das ist ja auch immer trainabhängig. Also wenn man sich die Map nicht viel anguckt, dann kann man da gegen wirklich gut trainierte Fahrer und wenn gesagt wird, DNS hat richtig genoläuft. Ja, ja, und also Spieler auf EPS-Niveau sind halt schon auf EPS-Niveau und wenn man da richtig noläuft, dann kann man da auch mal ordentlich on fire sein. Ja, aber normalerweise war und, ja Ulf, ne? Irgendwie so in Sachen Multilab irgendwie so, ist ja eigentlich normalerweise Ulf der Typ, der echt mal nichts anbrennen lässt, ne? Der einfach irgendwie da in jedem Bereich dann überall versucht, ein Feuerwerk abzufackeln und er schafft es auch meistens, ne? Also sagen wir es mal so, ja, aber das muss ja nicht immer so sein. Abgesehen von den Fails, Disconnect oder sonstiges, was jetzt sein Team da beschert hat, irgendwie, dass sie nicht oben auf der 1 stehen, hat Ulf trotzdem gezeigt, irgendwie vom Skill-Level her gehört Ulf auf jeden Fall zu den Top-Leuten, also gar keine Frage. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich denke auch, nachdem er jetzt hier DNS-Feuerwerk gesehen hat, wird er sich dann auch denken, Scheiß auf EPS. Junge, zeige ich es dir mal, wo es lang geht. Okay. Also ich denke mal, also ja, was heißt EMS? Wir haben jetzt noch das Halbfinale, dann kommt nächste Woche noch das Spiel um Platz 3. Also, ich meine natürlich das Finale. Ja. Und, ich verstehe. Und danach, denke ich mal, wird er sich da voll reinhängen. Tja, wer es genau wissen will, im IRC hat der User... wie heißt das? Tazt oder Taste oder keine Ahnung, ich glaube Taste soll das heißen. Taste, ja. Hat ja einen Link hinterlassen, nämlich das Profil, das ESL-Profil von DNS. Wer sich da mal schlau machen will, was das für ein Fahrer ist, kann da gerne mal draufklicken irgendwie und ja, sich den guten Mann mal durchleuchten und gucken, was er schon erreicht hat, nicht erreicht hat oder doch erreicht hat, aber so wie er momentan hier seinen Skill abfeuert, irgendwie so, denke ich mal schon, dass er das ein oder andere schon erreicht hat. Ja, DNS equalt hier jetzt auch nochmal seinen Top 1. Okay. Also, hart. Wo ist denn, ist DNS, warte mal, wo war denn DNS? Ist DNS bei DuckSP oder irgendwas gewesen? Ja, DNS war bei DuckSP, ist dann zur Faculty gegangen. Okay. Und spielt jetzt, wenn ich richtig informiert bin, bei InfD. Bei Infinity Delta? Müsste. Ja, okay. Nee, Infinity Delta. Infinity Delta. Ja. Müsste das sein. InfD, das ist doch dann auch Saftbrand und Regen, ne? Genau. Ja, genau. Alles klar. Gut, dann habe ich das richtig einsortiert. Ja, ich denke mal, da ist er gut aufgerufen. Also. Er guckt dir das an, was er hier treibt. Erste ja. Local 48,15. Da hat er den Local nochmal bestätigt. Noch wieder mit 48,15. Und nochmal ein nachgefeuert. 48,04.
Also, wie gesagt, ich habe schon das ein oder andere gesehen, wo ich mir denke, irgendwie so, oh mein Gott, nicht schlecht, dass auch zum Beispiel mal Olf eine Granate abgefeuert hat oder Onio mal einen rausgebollert hat, ne? Aber den ersten Lock zu fahren, den ersten Lock nochmal zu bestätigen und dann nochmal mit einem Zehntel zu unterbieten, also... Und das, so wie es aussieht, irgendwie alles in drei aufeinanderfolgenden Runden, weil das war ja relativ zeitnah alles. Ja, also... Das ist schon ziemlich, ziemlich konstant auf hohem Level. Folgen, der fährt die ganze Zeit 48er Zeiten. Ich glaube irgendwie so, da ist, geht heute die Rechnung mal überhaupt nicht auf. Weil die Rechnung lautet eigentlich 66 Runden inklusive der Tankstoff, wie viele kann ich natürlich nicht sagen, klar. Ne, kommt dann ungefähr irgendwie, also meine Rechnung war 56 Minuten. Allerdings muss ich auch ehrlich sagen, Marsch, ich habe mit 50 Sekunden gerechnet, glatt. Also kann es sein, dass wir heute ein ziemlich frühes Ende haben, weil DNS fährt nämlich schon den Checkpoint 465 ab und ja, bei 66 Runden müssten 660 CPs abgefahren werden, um das Rennen hier zu beenden. Weit weg ist er nicht mehr und wir haben gerade 20 vor 6, also wird es wahrscheinlich, ja, ein frühes Ausgeben sozusagen. Apro aus, eben. Banana King hat sich verabschiedet. Genau, wollte ich gerade mal sagen, seit langem jetzt mal wieder ein Out. Schön geparkt, keine Ahnung wo, aber schön geparkt. Ist von 8 da, 29. Hä? Unter dem Track? Aber auch, da hinten ist das Penalty Out. Ob er sich da irgendwo rausgehebelt hat, keine Ahnung. Also Amy liegt ja da ungünstig, sagen wir es mal so. Er liegt auf dem Rücken, das ist ja eh schon immer ungünstig. Und ja, unter dem Track, da wird es auch mit Turtle Power schwierig, da noch irgendwas zu machen. Ja, und wenn man liegt, dann ist sowieso alles vorbei. Also, sobald man aufhört zu wippen. Ja, wie gesagt, dieses, mit wippen geht's ja immer noch. Mit wippen geht's noch, da sagst du was, aber diese Turtle Power Geschichte, also ich kann das nicht so gut irgendwie so. Irgendwann reiht sich das Auto bei mir ein und dann tut sich da nichts mehr, ne? Echt? Ja, ja. Also ich hab, ich weiß nicht, irgendwann habe ich das einfach mal probiert, auf gerader Strecke, so auf Gras, zu turteln, also da wird man. Wenn man das echt lange durchzieht, da kann man auch richtig schnell werden. Okay. Also das ist dann, hat man schon Geschwindigkeit drauf, sag ich mal. Also für den einen oder anderen, der jetzt denkt irgendwie so, ja, der Marsch und ich irgendwie haben zu viel geraucht von Sachen, die man nicht rauchen sollte. Turtle Power bedeutet folgendes, das Auto legt sich auf den Rücken und ja, da die Reifen ja nach oben stehen, hat man ja normalerweise keinen Bodenkontakt mehr, also das Auto will sich gar nicht vorwärts bewegen. Aber wenn das Auto noch am Kippeln ist, durch einen Crash oder sonst irgendwas, kann man quasi durch vorwärts, rechts, links Bewegung, glaube ich, ne? Ja. Kann man das Auto weiter in diesem WIP-Modus lassen und das Auto fährt dann auch noch vorwärts, unglaublicherweise. Das ist einfach ein Bug, weil die Reifen stehen ja oben, das Auto dürfte sich eigentlich gar nicht mehr bewegen, ne? Das, ja, das richtig. Und wenn dann rückwärts. Oder wie auch immer, keine Ahnung, ne? Auf jeden Fall kann man es schaffen, das Auto so in Vorwärtsbewegung zu halten. Und wenn man, wie hier jetzt bei der Formel 1, noch auf der Strecke ist, das Auto ist umgedreht, kann man es schaffen, mit der sogenannten Turtle Power an dem Randstein, hier an diesen rot-weißen, das Auto auch wieder zum Umdrehen zu bringen, sodass man sein Rennen wieder weiterfahren kann. Also gehen tut das alles, das haben wir alle schon gesehen und eine Seltenheit ist das auch nicht. Also das kann man trainieren, das kann man üben und das wird auch ja, sehr häufig funktionieren. Ja, und es hilft ja auch ungemein, ne? Wenn man dann mal auf dem Rücken liegt. Ist ja für den Otto-Normalfahrer, sag ich mal, aus. Aber wenn man dann Turtle Power anmacht und es noch irgendwie schafft, sich auf eine Bande zu retten, aber meistens ist es ja so, dass man dann gerade in einer Schräglage ist und wenn man dann auf eine Bande trifft, hat man eine hohe Prozentzahl Chance, dass man dann sich dann doch wieder umdrehen kann. Also von daher, immer versuchen. Ja, immer versuchen und vor allem Marsch sagt es gerade schon. Man kann das Auto wieder umdrehen, was bedeutet irgendwie so, dass das Rennen dann für einen noch nicht vorbei ist, obwohl man sich erstmal auf den Rücken gelegt hat. Also vielleicht sollte man auch den einen oder anderen, ja, den einen oder anderen Move dann doch mal trainieren, weil, ja, könnte ja helfen. Man sieht, selbst bei so einer Map, wo ich eigentlich dachte, ja, das ist relativ einfach, ne, irgendwie, man muss halt nur konstant bleiben, gucken, dass man da keinen Bug an einer oder anderen Stelle, wo ich vorhin erklärt habe, kassiert, aber es sind jetzt doch wieder relativ viele Leute rausgeflogen, ne? Genau, und apropos rausfliegen, der Butcher liegt auch auf dem Rücken. Der Butcher liegt auch auf dem Rücken? Das ist natürlich... Auf Position 31. Auf 31, okay, danke. Butcher.dnf did not finish. Ja, ja, did not finish. Ja, das war eigentlich... Da hat er sich das selbst vorausgenommen. Ja, das did not finish hat er, glaube ich, noch drin. Ich glaube, so hieß er beim 24-Stunden-Rennen. Deswegen hat er das noch drin. Aber dass sein Name heute Programm wird, daran hat er, glaube ich, nicht gedacht. Sehr ärgerlich.
So, weiter vorne. Oh, was ist denn mit dem Kaiser los? Hat er langsam seine Spur gefunden? Der Kaiser auf Position 4. Ich habe vorhin noch das Überholmanöver gegen Massa gesehen. Oh, und Van ist auch hinter Sensor jetzt. Der muss einen größeren Fehler gemacht haben. Entweder Fehler oder es war nochmal eine Tankphase, die wir jetzt durch das Erklären von dem einen oder anderen Move nicht mitbekommen haben. Aber oh ja, auf jeden Fall sind einige Leute im Tanken. Greif fährt gerade los. Ja, Mogius kommt gerade rein, Snoop ist gerade drin. Und Snoop kommt rein. Da kommt Neo, den haben wir heute noch gar nicht im Sucher gehabt, irgendwie von HRT. Massa ist auch drin. Sein Teamkollege Barney hat sich ja schon verabschiedet. Massa ist jetzt auch drin. Jetzt wollen wir mal gucken. Ulf ist auf 4. Sensei ist noch auf der Strecke. Wäre natürlich interessant zu wissen, ob Ulf auch noch tanken gehen muss. Und ob Ben ist jetzt hier auf der Start-Zielgerade. So, Ulf ist noch mitten im Rennfeld, also ich weiß es nicht. Also ich habe es halt nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, ob der jetzt schon tanken war oder nicht. Marsch noch da? Könnte doch sein. Ist noch da. Ja, ist noch da. War längere Zeit gerade ruhig. Da dachte ich mir, ist er weg? Nein, welches nicht. Alles noch in Ordnung. Alles noch in Ordnung. Nee, Ulf bleibt draußen. Fährt jetzt auch wieder. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Fährt wieder an der Tankeinfahrt vorbei. Und DNS ist drin. Austria ist drin. Austria und DNS haben, kein Tankduell in dem Sinne. Weil, da wird es leider kein Tankduell geben, weil sie beide gleichzeitig reingekommen sind. Aber wenn die jetzt auch tanken gehen, Ulf ist auf 2. Mit wem hat der Ulf ein direktes Battle? Oh, und angeschlagen. Das ist natürlich blöd, wenn man wirklich auf ein Tankduell aus war. Ja, das ist natürlich blöd. Ulf war auf Position 5 zwischen den beiden Kersleuten. Ben und Massa sind auf 6 und 7. So. Ben ist noch... Und Sensei jetzt auch draußen. Also UDF spekuliert jetzt auf ziemlich späte Tankphase. Okay. Schauen wir mal. Irgendwie Ulf hätte jetzt wirklich wieder in die Box zu fahren. Hat Jodoki jetzt drin? Nee, Ulf fährt wieder vorbei. Ulf war draußen. Sensei. Ja, Sensei hat noch ein bisschen. Geht's jetzt in die Kurve. Und Tankeinfahrt. Nein, auch nicht für Sensei. Also wie gesagt, entweder waren die schon drin, aber es kann nicht sein, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil wie gesagt, DNS und Austria habe ich zeitgleich in die Box fahren sehen und die sind auch genauso wieder rausgefahren, weil sie ja beide identisch irgendwie stehen bleiben müssen. Beide haben ja die gleiche Zeitvorgabe, wie sie stehen und dann wieder losfahren. Es geht ja nur darum, wer bremst später, ohne sich eine Penalty zu kassieren und kann dadurch halt ein bisschen was gewinnen, ein paar Meter gewinnen. Aber wie gesagt, richtig Abstände ausfahren kann man dann nicht, so wie jetzt gerade Ulf irgendwie so, der von 5 auf 1 ist. Ulf fühlt sich wahrscheinlich jetzt wieder zu Hause, aber denkt sich, scheiße, ich muss wahrscheinlich doch noch tanken gehen. Und? Nein, der lehnt sich beim Fahren einfach mal über die Seite und tankt nach. On the fly. Verstehe. Ja, Ulf weiterhin vorne. Also entweder hat Was haben wir hier? Ja. Sensei kommt jetzt rein. Okay, das heißt, wenn Sensei jetzt reinkommt, ja, da ist er. Ja, Ulf ist noch draußen. Ist auch richtig drin. Sensei wird durchgereicht. Klar, durchgereicht wäre jetzt ein hartes Wort, ne? Aber er wird jetzt quasi wahrscheinlich wieder auf die auf die Position, seine alte Spiel, wo er vorher war. Ja, na klar. Tja, das wäre jetzt natürlich extrem ärgerlich für den Kaiser, irgendwie so, wenn er es wirklich riskiert, so lange wie möglich draußen zu bleiben, um vielleicht gut zu machen. Und dann durch die Tankuhr, da kommt er. So, dann gehen wir jetzt auch dementsprechend mal auf die Replay-Cam und gucken dann mal, wie es aussieht. Weil wir im direkten Duell mit den beiden Kersleuten war, mit Van und Massa, wollen wir mal gucken, wann er wieder DNS, rauskommt. DNS, das reicht auf keinen Fall. Also da, DNS geht jetzt ein jetzt auf die eben Ziel schon gerade. Ja, und noch DNS durch, Jodoki durch, Austria durch. Ja, und gerade eben ist auch ein Kersfahrer, da fährt gerade einer vorbei. Massa ist jetzt eingebogen auf die Zielgerade. Ja. Wo ist Ulf? Massa ist gerade eingebogen? Massa ist gerade eingebogen, ja. Massa ist noch hinter Ulf. Stimmt, dann ist es wieder aber alte Position, dass er in diesen Sandwich hockt, ne? Jupp. Genau. Hat sich nichts verändert. Bleibt, wie es ist. Das heißt, für Ulf weiterhin Platz 5. Zwischenzeitlich mal auf Platz 1, da hat er sich wahrscheinlich zu Hause gefühlt und denkt sich, tanken ist scheiße, aber ich muss. Aber so sieht momentan das Feld aus. Und DNS unangefochten mit momentan 569, das heißt, er kommt jetzt auf Start und Ziel. Mit 570 Checkpoints, viel hat er nicht mehr zu fahren. Es sind noch genau 9 Runden für ihn.
Und dann ist das ganze Thema hier auch abgefrühstückt. Und wenn ich auf die Uhr gucke, 17:50, sieht sehr gut aus, liegen gut in der Zeit, sehr gut sogar. Ja, das passt. Sehr gut sogar. Ja, hätte man vielleicht auch nochmal aus 66, 68 machen können, aber mein Gott, so ist es jetzt halt mal. 66 Runden werden gefahren und gut ist. Wie sieht's aus mit Wallbang-Theorie und Just for Fun? Ich sehe Just for Trainer 15. Ja, Wallbang-Theorie quasi halb geschlossen. Auf Position 10 Paxmauer. Smart auf der 12, Darkmark auf der 13. Nur Chillsau von Kers stört ein bisschen die Teamharmonie. Was, der stört die Teamharmonie? Na klar, die Teamharmonie. Achso, weil er dazwischen, sich dazwischen gedrängelt hat. Ja, aber Kers scheint das zu mögen, denn auch Van hat sich jetzt zwischen Austria und Jodoki gesetzt. Oh, da muss irgendwie Konzentrationsfehler gewesen sein. Weil, wie gesagt, wer noch an dem 24-Stunden-Rennen vom August dran denkt, Austria ist auch, weiß Gott, kein schlechter Fahrer, der sich auch zwischenzeitlich richtig. Über 20 Minuten mit Frostbeule da einen Abgang hat. Ja, da muss hat. Auf jeden Fall, da muss auf jeden Fall ein Fehler gewesen sein. Da muss und jetzt passiert noch sein, ein Fehler. Ja. Und Ulf ist vorbei. Und Ulf zieht vorbei. Damit wird quasi dieses Porn, ja, diese geballte Pornkraft, irgendwie wird es gesprengt und der Kaiser mogelt sich dazwischen rein. Das wird ihm mit Sicherheit gut gefallen, aber Austria sagt sich, noch nicht, mein Freund, noch nicht. Noch ist das Thema hier nicht vorbei. Er bleibt dran. Ja, Ulf hat jetzt Führungsluft geschnuppert für 2-3 Runden und denkt sich so jetzt, okay, hauen wir nochmal alles raus, was geht. Vielleicht kriegen wir noch 1-2 Leute. Ja, viel Zeit ist ja auch nicht mehr irgendwie so. Also irgendwann muss er ja mal, ja, wie soll ich sagen, seine Nitros da zünden, damit da noch was kommt. Und übrigens gab es einen Führungswechsel. Jodoki jetzt vorne, DNS wohl wieder mit einem kleinen Fehler. Tja, muss da irgendwo angeeckt sein. Vielleicht lässt doch langsam die Konzentration nach, ne? Weil, wie gesagt, die ersten 30 Minuten war ja DNS also wirklich übermenschlich, ne? Was er hier abgefahren hat. Wirklich unglaublich. Richtig. Und naja, also es ist immer noch unglaublich, wenn man bedenkt, er war Penalty, ist ein paar Mal angeeckt, ja, also wurde immer wieder durchgereicht, hat sich immer wieder auf Position 1 zurückgekämpft. Also ja, also für auf jeden Fall für mich irgendwie so ganz klarer Fall, irgendwie DNS ist heute Mann des Tages, frisch reingekommen, den hatte vorher noch keiner auf dem Zettel, Porn hat sich den geschnappt irgendwie, weil DNS sagt, ich bin aktiv, ich möchte euch unterstützen bis zum Ende, es sind noch 9 Rennen, das ziehen wir auf jeden Fall durch. Und dann legt ja so eine Bombe hier ins Feld, ne? Das ist echt Hammer. Ja, da hat man sich auf jeden Fall ein schönes Pferd ins Teil geholt. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das wird wahrscheinlich das schönste Pferd sein, was Vorhin je gesehen hat, oder? Also, da bin ich mal gespannt, wie das bis zum Ende der Saison noch laufen wird. Und ob sich der eine oder andere nicht denkt, irgendwie so ein Bockmist, den hätten wir uns vielleicht holen wollen. Aber, tja, so ist es halt. Momentan das führende Team Kers belegt die Position 3 und Position 6. Hast du die Webseite vor Augen? Weißt du, wie hoch der Abstand zwischen Platz 1 und Platz 2 war? Bei der Teamwertung? Platz 1 und Platz 2, das sind 150, 500, 566. 566, also doch ein paar mehr. Das heißt irgendwie so, die müssten eigentlich von einem Ausfall profitieren, weil 566 Checkpoints, auch bei noch 9 ausstehenden Rennen, also inklusive dem hier, ist natürlich extrem schwierig, wenn keiner ausfällt. Also das aufzuholen, irgendwie so, halte ich für fragwürdig. Aber wie gesagt, Team Porn hat, glaube ich, auch den ersten Platz verloren, weil, glaube ich, nur einer gefahren ist. Also 2 sind gefahren, 3 sollten antreten, einer ist nicht gekommen und einer ist rausgeflogen. Ne? Somit ist nur einer ins Ziel gekommen. Ja, so eine Kombination ist natürlich immer schädlich. Ja. Ich habe jetzt hier böse Spekulationen aufgegabelt im IRC. Okay. Dass DNS Jodoki vorbeilässt auf der Zielgeraden zum Finish hin, damit mehr Bonuspunkte an Team Porn verteilt werden. Das natürlich. Wie soll ich sagen? Das ist. Dreiste Behauptung. Das ist, ja, dreiste Behauptung, aber hey, wir sind bei Formel 1. Das ist Stallorder, da kann ich nichts gegen machen, das ist so. Wenn DNS jetzt quasi irgendwie ein bisschen vom Gas geht, wo ist eigentlich Austria verflucht nochmal? Austria ist auf der 5. Ah, 5. Bettelt sich gerade mit dem Kaiser. Also wenn DNS jetzt quasi ein bisschen vom Gas geht, irgendwie damit Porn da irgendwie die größtmöglichen Punkte abschöpfen können, ja, dann denke ich das ganz einfach irgendwie Teamstrategie, sonst gar nichts. Ja, also im Regelwerk steht auch nichts von wegen. Nein. Stallorder ist, von daher, ist erlaubt, irgendwie so, das ist Teamkampf. Und das Team kann ihr Rennen so gestalten, wie sie es für richtig halten. Solange es regelkonform ist, können sie alles machen, wie sie es
für richtig halten. Und momentan sieht es dann auch so aus, wenn DNS sagt, okay, er geht kurz zum Gas und lässt Giuliani vorne. Und es gibt ja, sogar alles regelkonform. Und es gibt sogar irgendwie den einen oder anderen Zuschauer, der auf Seiten von unserer Frau steht, irgendwie. Weil hier drückt jemand, nämlich der Fritzi von Fusion, drückt der Kitty die Daumen irgendwie, damit sie durchhält. Haben wir die Kitty denn? Die Kitty ist im Moment auf Platz 33. Platz 33, nicht, dass ich den Finish-Move hier verpasse. Platz 33, wie gesagt, oh mein Gott, was eine Hupe, da muss ich gleich wieder weiterschalten. Weiterschalten, weiterschalten. Ganz übel. Das war ja ganz übel. Boah! Was zum Henker. Ja. Sehr gut. Genau, was zum Henker. Alles klar. Nein, es war keine Stromstörung, das war Kittys Hupe. So, Mittelfeld, was haben wir hier denn noch? Irgendwelche interessanten Duelle. Ah, das Feld ist ziemlich weit auseinandergezogen. Ja, und momentan sieht es wohl so aus, als wenn, ja, Joduki, DNS, die machen das unter sich aus. Und DNS scheint wohl irgendwie Joduki vorgelassen zu haben. Also wie gesagt, gut gemacht, gut taktiert. Weil man wusste ja irgendwie, dass DNS irgendwie keine Teampunkte für Ungarn bekommt durch den frischen Join. Aber dadurch, dass wir, ja, ich meine, gut, man kann ja mit den Autos nicht blockieren, ne? Das ist ja immer noch Trackmania, ne? Es ist ja nicht so, dass DNS quasi das Feld aufhalten könnte oder sonst irgendeinen Scheiß. Aber vom Taktischen her machen sie alles richtig. Genau, jetzt ist Joduki vorne, kriegt die Bonuspunkte für den ersten. Genau. DNS blockiert quasi die Bonuspunkte für den zweiten Platz. Genau, und also auch sehr besser holt sich noch laufen. Die Punkte für den fünften, weil es wird ja nicht aufgerückt, ne? Also von daher... Ja, ja. Weil man darf nicht vergessen, es wird deswegen nicht aufgerückt, weil DNS kriegt ja auf jeden Fall seine Bonuspunkte auch für den Singleplayer-Ranking, ne? Die werden ja auf jeden Fall gewertet, das geht ja nur für das Team, gibt es nichts. Richtig. So, was haben wir hier an der Spitze? So. Austria sieht den Ulf noch. Ja, Moment. Oh, und ich glaube, Joduki, wenn ich jetzt richtig geguckt habe, Joduki ist auf Final Lap. Ich glaube, das geht im Rennen. Richtig, richtig. Das ist das Rennende. Oh mein Gott, voll verlabert. Yep. Ja, das ist das Rennende. Wir haben uns voll verlabert. Tut mir leid. An die Zuschauer. Joduki gewinnt von Team Porn den Ungaroring, den 12. Lauf der Reds DF1 League. Gut gemacht, gut gemanagt. DNS fabelhaft irgendwie so. Schönes Ding hier abgefackelt. Team Porn hat auf jeden Fall, ja, gut Flagge gezeigt nach der langen Winterpause. Man sieht, eingerostet sind sie nicht. Auch das Team Care ist irgendwie so, konnte schön eine Teamwertung herausfahren. Auf Platz 3 und auf Platz 6 irgendwie so, hat sich Wenn und Massa eingefunden. Der Kaiser hat sich noch auf dem Platz 4 gerettet mit seinem Teamkollegen Sensei auf 7. Der Ausfall dann von Darkbringer halb so wild. Ja, und was ist mit dem Rest des Feldes? Wir haben noch ein paar in den Bonuspunkten. Und zwar Eliminators haben wir noch. Mark. Genau, Eliminators mit Crash auf der 8 und Greif auf der 9. Teamleistung. Und Pax Mauer sichert für The Wallbang Theory die letzten Bonuspunkte. Genau, den 5er, den sammelt er sich noch ein. Währenddessen Smart und Darkmark irgendwie auch schön eingereiht auf 12 und 13. Das ist auf jeden Fall... Ja, wieder gute Teamleistung. Ja, gute Teamleistung. Auch nicht schlecht irgendwie für die Punkte. Wie würde es denn jetzt aussehen? Habe ich das richtig in Erinnerung gehabt? Wer war denn vorne gewesen? War das Just for Fun oder Wallbang Theory? Warbank Theory war vorne. Warbank Theory war vorne. Vorsprung heißt, jetzt auch ausgebaut, würde ich mal meinen. Wir haben nämlich Just for Fun auf der 15 mit Just to Train. Und der nächste wäre Lolas auf der 19. Okay, ja, damit habt auf jeden Fall Warbank Theory ja, auch den Ungarnring für sich entscheiden können und konnten auch schon ein bisschen Puffer reinmachen, ne? Und natürlich sind sie jetzt Dritter, dadurch, dass die fruchtigen Boxen sogar nur mit Snoop antreten konnten. Ja. Ganz, ganz natürlich blöde Geschichte. Ich würde sagen, irgendwie... Blöde Geschichte, genau. Ja. Mist von SL mal eine schmieren und Onyo mal an die Füße backen, umdrehen und mal kräftig schütteln, was da los ist, ne? Weil, ganz blöde Geschichte, aber kann man nichts machen. So ist, ja, that's life. So ist halt das Leben. Wenn zwei da nicht mal wollen, ist natürlich immer blöd dann für den Dritten. Goodie auf Marsch. Jeden Fall, ja. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall ein schönes Rennen gesehen, oder? Ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War schön zu beobachten, wie DNS sich in die Formel-1-Geschichte eingeschrieben hat. Genau, mit allem drum und dran, oder? Führungskampf, mit allem drum und dran, Strafe, Führungskraft, kurze Feuerphase mit Top 1, dann Equal, nochmal Top 1, kleine Fehler gemacht, wieder nach vorne gekämpft.
Ja, hat sich auf jeden Fall gut eingelebt. Ich denke mal, irgendwie so, der ist für das nächste Rennen Belgien, Spa, ganz prekär, ganz gefährlich. Ist er hoffentlich richtig eingeschossen. Wenn er da natürlich auch das gleiche Trainingspensum absolviert, dann sehe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich für die Fahrer, die ja, die F1 bisher auf leichte Schulter genommen haben, weil sie meinen, irgendwie so, ja, das Skill reicht, man muss nicht viel trainieren. Jetzt habt ihr auf jeden Fall Konkurrenz bekommen. Das ist schon mal Fakt. Marsch, erstmal schönen Dank, irgendwie so, dass du dich aufgerafft hast, zum Beginn der zweiten Hälfte der Saison mit mir ja, das Rennen zu dokumentieren. Ja, ich habe zu danken. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wunderbar. Ist auch heute super gelaufen. Ich danke dir für die Unterstützung, irgendwie, dass ich auch so schnell wie möglich wieder, immer wieder die Fahrer gefunden habe, wo es Duelle gab. Und da wir jetzt noch 8 Rennen in Folge haben, wird es mit Sicherheit noch das ein oder andere Rennen geben, wo wir dich wieder auf der Matscheibe haben, oder? Ja, ich hoffe doch. Wunderbar, dann würde ich sagen, sehen wir uns am 22. müsste das sein. Am Sonntag, den 22. zum großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps oder so heißt er, oder Francorchamps, ich weiß, ich kann es nicht richtig aussprechen. Auf jeden Fall in Spa, der Achterbahn der Formel 1. Die Map ist anders, die ganze Strecke ist anders und da ist irgendwie alles anders, weil das ist Spa, das ist Belgien und da geht es in die Schlacht um die Ardennen. Alles klar, dann würde ich sagen, bis denn, bye bye und bis nächste Woche. Servus.